Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu der dritten Folge Road to Raid und ich bin wieder in Terra unterwegs, bin mittlerweile Level 20 mit meiner Klerikerin, Priesterin oder was ich auch immer bin, Refa Jewel und in dieser Folge möchte ich ein bisschen hier im Gebiet Tal der Titanen rumlaufen, welches eigentlich 16 bis 20 nur ist, aber ich habe oben so viel gegrindet, sage ich mal, also ohne Absicht, dass ich irgendwie schon Level 20 bin. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja den Terra Club aktiviert habe. Und dazu möchte ich euch auch in diesem Video ein bisschen was sagen, was das eigentlich bringt. Denn ich finde, bislang ist es relativ schlecht erklärt auf der Homepage. Ich habe es zwar mir geholt, weil ich dachte, das bringt bestimmt was, aber irgendwie konnte ich nicht richtig rausfinden, was das ist. Und jetzt möchte ich euch mal erklären, was ich bis jetzt schon rausgefunden habe. Von vornherein so ein Tipp, falls ihr Terra dann auch spielt für den Raid oder euch gerade ein Level, einen Charakter hochzockt und das vorher nicht kanntet, versucht immer hier eure Ausdauer auf 120 zu haben. Das kriegt ihr, indem ihr in diesen Lagerfeuern seid. Da habt ihr nämlich einiges mehr. Und ich habe zum Beispiel immer einen kleinen... Oh, scheiße, ich sollte mal was verkaufen, merke ich gerade. Ich schaue gerade, das hatte ich alle schon geschaut. Ich habe mal so ein Lagerfeuer dabei, das ziehe ich mir mal raus. Falls ich unterwegs bin und meine Ausdauer wieder aufladen möchte. So, ansonsten läuft's, es macht Spaß. Ich schau mal, was ich hier so machen kann. Ich suche nämlich irgendjemanden für meine Quest. Aber erstmal muss ich hier sowieso ein bisschen was einsammeln. Dann laufen wir mal durch die Gegend. Und zwar von denen. Was habe ich mit dem Priester gemerkt? Mit dem Priester habe ich gemerkt, ein Mob pullen macht überhaupt keinen Sinn mit dem. Denn ich brauche für einen Mob genauso lange wie für einige mehr. Aber verdammt, die greifen mich nicht an. Daher funktioniert das leider nicht. Ich bin sonst mal mit einem Pferdchen einfach so rumgelaufen. Hab die alle zusammengepult. Jetzt mache ich das einfach mal nur mit zwei. Und dann mache ich AE. Denn der Priester macht AE um einiges besser als Single-Target-Damage. Und da kann ich echt bis zu 20, 30 Mobs pullen. Ohne Probleme. Naja, könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ich ein bisschen über den im Level bin. Aber zack, zack. Unsere Fragmente sammle ich gerade auch noch ein. Schon ist er down. So, dann muss ich hier süße Heilblüten noch einsammeln. Und dann muss ich diesen Smult, das ist hier oben Notfallunterstützung, ist halt meine Quest gerade. So, dann, das sieht doch ganz gut aus. Wenn ich euch angreife, solltet ihr mir folgen. Dann mache ich mal so, komme ich schneller voran. Hi, na. So, hier drei kriegt ihr auch noch aufs Maul. Dann pullen wir euch alle ein bisschen zusammen. War nix. So kann man es natürlich auch machen. Und du kriegst noch hier so einen Blast in sie ins Gesicht und zack. So lässt sich eigentlich ganz angenehm leveln, besonders weil ich einige Skills habe, die die mir Mana zurückgeben, wie zum Beispiel das hier. Putsch, und fast voll ist es. Und zum anderen, weil ich mich auch im Fight ganz gut selber heilen kann, ohne Probleme eigentlich. Eigentlich brauche ich keine drei mehr, aber wir nehmen mal drei, wie gehabt. Es bringt einfach mehr mit einem Priest, falls ihr auch irgendwie aus irgendeinem Grund einen Priest hochleveln wollt oder ein Magier, irgendwas Heilendes. Mystica, glaube ich, ist noch da, aber ich glaube, bei den Mystica ist es noch ein bisschen anders. Das ist mehr Buffer und Supporter als... So einfach geht das. Ah, diese Bedrohung der Devianer, warum die immer wieder von alleine angenommen wird, das verstehe ich nicht. Aber gut. So, irgendwo hier war eine Pflanze. Da. So, und jetzt vielleicht mal so zu den Terra-Club-Sachen, während ich hier die Pflanzen einsammle. Ihr seht, hier unten habe ich 87 Tage. Ich habe mich doch getan. Ich hatte den 90-Tage-Terra-Club gekauft und nicht den 30-Tage. Naja, dann kann ich vielleicht noch zwei, drei weitere Chars hochleveln. Und dann kriege ich einige Sachen, die mir persönlich ganz gut gefallen und die sich für mich auch wirklich lohnen. Warum sage ich, betone ich gerade dieses für mich? Weil ich ja eher so ein Casual-Spieler bin. Ihr wisst ja, ich logge mich mal ein, spiele 1-2 Stunden und that's it. Ich raide nicht extrem. Aber ich bekomme hier als Terra-Club-Mitglied zum Beispiel ein... mächtigen Trank der Jagd, der mir für eine Stunde meine EPs durch Kills erhöht um 100%. Dann habe ich den mächtigen Belohnungstrank, da kriege ich noch mehr Gold um 100% beim Grinden oder beim Farm. Und dann kriege ich noch 100% mehr Gold durch Quests. Und das gilt immer, das kann ich einmal am Tag aktivieren für eine Stunde. Und da ich immer, ich sag mal, relativ, wenig am Tag spiele, teilweise auch nicht jeden Tag, dann lohnt sich das richtig, weil ich dadurch wirklich gut vorankomme, muss ich sagen. So, und jetzt schaue ich mal, der soll ja irgendwo hier, also ich versuche mal noch nach der Notfallunterstützung. Ich kann ja mal was machen, und zwar, wenn ich hier auf Handlungsquests
Ihr seht schon, ich Stufe 16 und ich bin schon 20. Ich möchte Smulti killen. Wenn ich jetzt die Karte noch aktiviere. Smulti ist da, ich bin da. Dann sehe ich es sogar bei mir auf der Minimap dort oben. Ich zeige euch das mal eben hier. Dort wird er sich rumtreiben. Also rennen wir da mal hin. Und ich komme so relativ gut voran, muss ich sagen. Also wenn es so weitergeht, würde ich sagen, schaffe ich vielleicht 1-2 Level am Tag. Noch in diesem Levelbereich. Ich weiß nicht, wie es dann später aussieht. Und so könnte ich vielleicht relativ schnell, also was heißt schnell, innerhalb vom nächsten Monat auf jeden Fall, so hoch sein, dass wir vielleicht dann die ersten Indies und die ersten Raids oder was auch immer angehen können. Ihr wisst ja, bei Guild Wars 2 bin ich schon gut dabei. Ich denke mal halt in dem High-Level-Bereich zieht sich das ja natürlich immer ein bisschen hin. So, danke. Ich werde auf jeden Fall nachher nicht mal in die Hauptstadt zurückporten, weil ich unbedingt was verkaufen muss. Und das muss ich sagen, finde ich ein bisschen schlecht gelöst bis jetzt. In den meisten dieser kleinen Dörfer, wo ich die Quests zwischendurch immer annehme und von links nach rechts geschickt werde, ist es leider so, dass es keinen Verkäufer gibt. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich, wie ich das anders lösen kann oder was ich da machen kann, weil das nervt mich doch ein bisschen, weil ich doch relativ viel bekomme. Das heißt, mir lädt auf der Farm Echos. Der schickt mich jetzt eine Farm weiter, das heißt, ich habe hier schon so gut wie alles gemacht. Beim Arbeiter kann ich nichts machen. Wollt ihr was anfangen? Nein. Hui. Flüchtling, kannst du mir was verkaufen? No. Ja, wird mir auf der Karte auch nicht angezeigt. Normalerweise habe ich zumindest auf der Minimap dann dieses Zeichen. Gut, dann rennen wir da lang. So, was kriege ich noch als Terra-Club-Mitglied? Ihr seht diesen tollen Ross, auf dem ich gerade rumreite. Den habe ich auch bekommen. Der ist kostenlos, den habe ich für die Zeit. Das ist der Terminus. Hat mir eine Reitgeschwindigkeit von 280 gegeben. Finde ich relativ cool, musste ich kein Geld für ausgeben. Beziehungsweise halt kein Ingame-Gold und das kaufen. Ich habe aber auch mit Level 10 so ein Reitding bekommen, das benutze ich aber nicht. Muss ich nachher mal schauen. Und dann kriege ich noch einen mächtigen Tee mit rum. Erhöht die Rufstufe und Münzen, die ich erhalte, um 100%. Gilt nicht für Schlachtfeldrufe und Münzen. Heißt aber, ab Level 58 kann ich das aktivieren. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, die ich dann als Terra-Club-Mitglied machen kann, die für mich aber wirklich nicht so relevant sind. Das heißt, man hat ja so einen bestimmten... Na, Werderpflanze interessiert mich nicht. Ihr wisst ja, Handwerk und so interessiert mich alles nicht, will leveln. Es gibt so bestimmte Cooldowns auf Instanzen und die zum Beispiel sind bei mir niedriger, beziehungsweise ich kann öfters am Tag wohl in ein paar Instanzen rein. Ist jetzt noch nicht besonders relevant für mich. Wir nehmen jetzt mal alles hier an. Gucken wir mal, irgendwas geben wir ab, irgendwas nehmen wir noch an, sehr schön. Die Zäune verstärken, auch das nehme ich an. Findet Material, Lebensgeschwätz, Botschaft für die Operation. Gefräßige Hähne killen. Jupp, marisch. So, Verwalterin. Achtet auf die Nein, schade. Ramschküste. Die Zäune verstärken. Nimmt die Seite. So, da wird noch was angezeigt. Ja, wahrscheinlich da hinten dieser Wagen. Und ihr seht, hier muss ich schon ein bisschen was killen. Das können wir auch mal eben zusammen machen. Da ist noch eine Ramschkiste. Soll ich verstärken. Die Kiste ist Metall. Auch das nehmen wir. So, und jetzt schauen wir mal. Folgt ihr mir? Ja, sehr schön. Können wir mal hier ein bisschen was zusammenpullen. So, nicht zu viel. Beziehungsweise die sind ein bisschen weit auseinander. Sonst hauen die irgendwann auch ab. Hi. Und du bist auch tot. Sehr schön. Diese Fragmente haben was mit einer Waffe zu tun. Das ist auch eine Level 16er Quest. Die kriege ich so ein bisschen random drop mäßig. Von anderen. Na gut, die folgen mir sowieso nicht. Aber wenn ich mich hier hinstelle. Jetzt angreife. So. Hi, und so. Ja, die sind aber auch wirklich um einiges low im Level als ich. Aber egal, ich mache ja immer alles mit. So habe ich später weniger Probleme, wobei ich mir vorstellen kann, dass ich demnächst vielleicht so ein paar dieser normalen Quests einfach überspringen werde, um dann endlich auf den normalen Level zu kommen. Ich denke mal, das bringt ein bisschen mehr. So, das sind doch ein paar. Also dürfte ich die Quest auch fast fertig haben.
Und ein paar Geldpunkte, auch sehr nice. Hab ich gelernt, wenn ich umgehauen werde, mache ich Damage beim Hochkommen und heile mich noch ein bisschen. Und in die Face. Und so. Jo. Ich würde mal sagen, mein Inventory ist jetzt voll. Yep. Und zack. Ach, das sind immer unterschiedliche. Ja, ich nehme noch ein paar mehr mit. Ich sage, es ist halt, ob ich jetzt 2 oder 4 oder 6 von diesen Mobs dann zusammenziehe, da tut sich nicht viel von der Zeit her, die ich brauche, um sie zu killen. Da bringt es halt ein bisschen mehr, dann mehrere zu ziehen. Weil der hier sowieso alle trifft. Und Vergeltung wieder. Ja, ein bisschen besser positionieren. Ja, das bringt alles nicht. Ich muss echt mal ein bisschen was verkaufen gehen. Gut. Ja. Eigentlich reicht das auch schon fast. Wobei, ich muss vielleicht noch ein bisschen was zum Terra-Club sagen. Also ich habe mir ihn eigentlich nur geholt, weil ich gerne halt ein bisschen schneller leveln wollte. Das war so mein Hauptziel und ich habe mir gedacht, gut, wenn ich das mache, dann so. Und dann noch hier meine Hausdauer wieder auffüllen. Ich habe mir einfach nur gedacht, wenn ich das mache, kann ich schneller leveln. Ich möchte damit auch euch nicht sagen, okay, holt euch das auch, falls ihr neu angefangen habt. Für mich lohnt es sich, weil ich eben halt nur ein paar Tage online bin oder immer halt nur ein bisschen online bin. Und dann meine Buffs eigentlich, wenn sobald die ablaufen, gehe ich dann offline und dann warte ich bis zum nächsten Tag und zock weiter. Heute werde ich es wahrscheinlich erstmal nicht machen, weil ich jetzt noch ein bisschen was verkaufen gehe und hier dann ein bisschen weitermache. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich so um die 25 herum sein und wahrscheinlich dann dieses Gebiet auch schon verlassen und irgendwo anders hingehen, je nachdem, wo mich das dann hinbringt, meine Quests und meine Hauptquests, weil mein Ziel ist jetzt eigentlich gerade meine Hauptquest endlich voranzubringen, weil ich bin noch bei der Level 16 Hauptquest. Euer Inventar ist voll, ja, leck mich doch. Und ja, ich bin mal gespannt, ich werde euch da auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Server findet ihr wie gewohnlich in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, addet mich, wenn ich online bin und ihr auch zeitgleich, können wir gerne was zusammen machen. Ich werde dann versuchen, bei Terra weiter Richtung Level 60 zu kommen, was zurzeit wohl High Level ist. Und hoffe dann, dass wir da ein bisschen was zusammen machen können. Raiden, Instanzen, was auch immer, Ruffarm, was man so halt in Terra im Endgame macht. Also Leute, das soll es von mir gewesen sein mit der Road to Raid Folge 3 und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin, ciao, ich bin einmal raus.